Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei The Infected. Ich bin natürlich noch immer hier im Dörfle und was sollte ich nachts anderes machen, als hier ein bisschen rumbasteln. Ich habe mir nämlich gedacht, jetzt schaue ich mal, was kann ich denn eigentlich bauen auf die Schnelle? Und das Schnellste, was man bauen kann, ist tatsächlich der Schneidetisch hier, die Werkbank, auf der man dann eben die Bretter herstellen kann. Dann dachte ich mir, okay, dann stelle ich mir mal zwei solche Unterstände her und mache mir ein Feuerchen, dass ich mir zumindest was zum Trinken rausbrutzeln kann. Zum Glück ist da hinten, ich bin nämlich ein bisschen rumgerannt, da hinten ein kleiner Teich, wo man auch fischen könnte. Hätte ich mal ein Speer dabei, hätte ich das getan. Und dann habe ich mir mal schnell diese Hütte dahingestellt mit dem Bett. Das heißt also, ich konnte dann noch flugs schlafen und schon war alles in Ordnung. So. Das Feuer machen wir aus. Wasser habe ich noch einen kleinen Schluck drin. Das heißt, wir werden uns jetzt heute erst einmal darauf hinbegeben. Oh, warte mal. Das kannst du da draufschmeißen. Das kannst du ja verbrennen, das Zeug. Zack, weil dann ist es nämlich schon wieder voll. Ha! Haha! Dann ist mir aufgefallen, oh Mann, ich bin so doof, ne? Ich habe da Steine reingeschmissen. Die kann ich natürlich draußen lassen. Genauso sowas hier. Das muss ich ja jetzt halt echt nicht hier drin haben. Alles andere, ja, muss ich dann mal schauen. Auch die Dinger hier brauche ich nicht. Das ist eigentlich etwas, da kann ich drauf verzichten. Ich war halt dann mal so ein kleines bisschen am Aussortieren auch. Ich habe noch nicht alles aussortiert, aber so einiges. Ja, wie man sieht, wir kriegen auf jeden Fall noch einige Sachen unter. Ich könnte noch schnell mal das da noch draufschmeißen. Ich glaube, die da kann man nicht verbrennen, oder? Nee, kann man nicht verbrennen, aber die lasse ich einfach fallen. Da habe ich schon mehr fallen lassen. Das ist unerheblich. So, jetzt haben wir da eben unseren Wagen stehen. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen umgucken. Und ich hoffe, dass ich... Nee, da waren wir schon. Ich muss noch irgendwie in die Richtung oder so. Ich habe nämlich noch nicht jedes Haus durch und das nervt mich ein kleines bisschen, dass ich diese Pläne nicht finde. Okay, hier waren wir noch nicht drin, da drüben waren wir noch nicht drin. Eine Flasche, okay. Das ist gut. Also ich habe tatsächlich nicht weitergemacht. Ich habe einfach nur geschaut, kann ich noch irgendetwas bauen. Ich habe mir dann auch den Plan nochmal angeguckt. Also diesen Dings hier. Dieses Wikipedia oder Gegenstandspedia. Und da ist ja bei Sonstiges, da sind ja diese ganzen Dinge hier drin. Also es muss so ein graues Buch sein, was irgendwo liegen muss. So, Verbände sind eigentlich nie verkehrt. Ich stelle mal wieder eine von diesen Plattformen daher. Zwiebel, yes. Kohle, auch gut. Dose, ja. Also, diese Bücherregale, die schauen halt alle gleich aus, die Bücherregale, ne? Und ich finde hier nichts. Eine Ofenkartoffel, das ist super, weil dann, die kann ich gleich mal essen. Obwohl mir Proteine fehlen, das wäre jetzt eigentlich so das, was ich bräuchte. Da kamst du rein. Ist das nix? Nee, das ist nix. Okay, dann haben wir hier alles und schauen wir mal nach oben. Oh, was liegt denn da alles? Rindenmulch. Kohle. Rindenmulch. Ja, ja. Nee, ich hab jetzt alles durchgeguckt. Also hier ist nichts mehr. Also ich bin echt gespannt, wo das Zeug sein soll, weil da drüben haben wir noch Steine, nehme ich auch mit, weil die tue ich ja unten rein. Notfalls schmeiße ich es wieder raus. So. Bitte lass irgendwas dabei sein, was wir brauchen können. Kartoffelkeimling hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Kohle, jawohl. Schrauben. Es ist halt
Also wenn ich so durch das Regal gehe, dann müsste das doch mir eigentlich anzeigen, wenn da ein Buch liegt. Da warst du schon, ne? Ja. Bleierz. Da liegt nichts. Da haben wir noch was von dem Treibstoff. Gurkensaat. Kartoffelpastete. Kartoffelpaste natürlich, ich weiß. Also auch hier nichts drin. So, noch ein Haus, wo ich noch nicht drin war. Wie viele Häuser sind denn das? Da vorne ist auch noch mal eins. Ich sollte mir mal den, ne, obwohl den Wagen lasse ich stehen, weil dann weiß ich, wo das alles ist, ne? Wie gesagt, ich schmeiß lieber, jawohl, Kevlar. Da kann man ja dann später auch mal brauchen, ne? Glas kann ich nicht mehr nehmen, Verband. Glas kann ich mir auch herstellen. Trockener Ziegel muss ich auch nicht unbedingt mitnehmen. Dadam, dadam, dadam. Was war das für ein Tuch? Ah, das da. Okay. Und da habe ich eins jetzt momentan. Okay, warte mal, die da kannst du essen. Weil das ist ja auch Gewicht, ne? Das darf man immer nicht vergessen, dass das ja auch Gewicht ist. Ah, aufheben, Wasserhaus, BP. Dadurch habe ich jetzt Wasserhaustechnologie. Was auch immer ich dann da herstellen kann. Das war dann, nee, Platzierbares, Sonstiges. Kohleofen, Steinwille, Mischer, Wasserhaus. Aber benötigt Strom, ne? Das ist wieder das andere, weil das, was wir eigentlich bräuchten, das wäre irgendwie eine Stromdingsbums. Benötigt der Strom? Wie muss ich da Strom? Und die haben ja. Toll, ich kann zwar ein Bedienfeld machen, aber wie soll ich denn ohne dem Zeug was herstellen? Was haben wir da? Glas. Da haben wir nochmal Biotreibstoff. Okay, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie das Zeug ausschaut. Das kann ich nicht mitnehmen. Mechanikteile kann ich nicht mitnehmen. Ich hole jetzt doch einmal schnell den Wagen. Da müsste ich, okay. Ich schau mal, was ich reinbekomme. Die Steine kann ich ja schnell da unten reinschmeißen. So, was kann ich von euch wegtun? Stackst du? Ja, du stackst. Das hier stackt. Die Verbände stacken. Jawohl. Die Kohle stackt leider nicht. Leider das hier auch nicht. Leider. Da gehen nur fünf übereinander. So, schauen wir mal, was wir da noch haben. Dann tue ich das da mal rein. Das Kevlar kommt da rein. Oioi. Das Tuch. Das stackt leider auch nicht. Die Kohle ist relativ schwer. Oh, stackt die Zwiebel? Yes, die stackt. Das ist gut.
Tja, und das war's dann. Mehr kann ich nicht machen. Wie gesagt, nehmen wir mal den Wagen mit, weil das Zeug ist eigentlich egal. Stehst du jetzt richtig rum? Nee, nicht ganz. Obwohl. Jetzt muss ich echt nochmal schauen, weil ich nicht mehr weiß, wo es ist. Da nicht. Da müssen wir hin. Das Haus war's. Und da vorne ist dann das nächste. Okay. Dann bleibst du jetzt mal ganz kurz da stehen, dass ich wieder rein kann. Ich finde es immer faszinierend, wenn es in einem Haus auch regnet. So, jetzt kann ich natürlich das Glas mitnehmen. Im nächsten Raum waren dann die Elektronikteile. Zumindest irgendwo waren die, ne? Da waren sie. Da. Nach oben geht's nicht, oder? Doch, irgendwo muss eine Treppe sein. Da. Maissaat, Gurkensaat, nix. Da wächst ein Baum rein. Ich meine, klar, im Laufe der Zeit, ne? Natur sucht sich seinen Weg. Okay, dann haben wir das da auch. Ich überlege jetzt echt, ne? Da vorne haben wir nochmal Häuser. Vielleicht habe ich ja das Glück und kann diesen kleinen Raccoon noch finden. Da sind auch nochmal Gebäude. Ey, das ist ja... Ey, da braucht man ewig, da braucht man Tage, wenn man das macht. Erste Hilfe, yes, stackst du? Ja, zum Glück. Zum Glück. Ja, da war ich schon drin. Wann? Melonenzart. Bin ich jetzt ja quasi genau auf der anderen Seite reingegangen. Okay. Da habe ich nichts hin platziert. Das ist alleine schon der Survival-Mode, alleine der schon, finde ich, sehr faszinierend. Solarmodul. Merci, 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 beaucoup. Platzierbares Strom. Das da. Generiert bei höchster Leistung 40 Einheiten Strom. Eisenbahn, Aluminiumbarren, Kupferbarren, Kobaltbarren. Ach du. Kacke, da brauchen wir richtig... Oh Mann, da brauchen wir richtig viel Zeug. So, aber es gibt immer nur zweimal Tech in jeder Stadt, ne? Hat's geheißen. Seile. Ihr merkt's wahrscheinlich, ne? Es fängt schon wieder so das Ruckeln an. Oh Mann, die Erste-Hilfe-Ausrüstung gleich dreimal. 100 Gesundheit. Und noch einmal... Alter, das ist jetzt die Belohnung, weil ich so hartnäckig war, ne? Cool, aber das ist jetzt halt nur ein Flachhaus, also da geht's nicht mehr nach oben. Da gibt's keine Treppen. Es wird gespeichert.
So, es gibt ja ganz unterschiedliche Orte, an denen man irgendwas farmen kann. Also vor allem Mineralien und sowas. Es steht zwar immer hier eine Spitzhacke, aber man weiß natürlich nicht was. Ein Kommentar hat geheißen, dass wenn ich jetzt halt auch neben dem Ganzen, also irgendwo im freien Gelände, wenn ich was platziere, dann wird hier auf jeden Fall Eisen gefarmt. Ja, das ist auch schon mal ganz interessant. Was ich gerne machen würde, weil ich glaube, von der Karte her, wenn ich jetzt die Map, die ich im Online gefunden habe, noch richtig ist. Hier ist auf jeden Fall noch, ne, man sieht auch hier die ganzen Wege. Hier hat man noch. Hier ist auf jeden Fall noch was. Und ich glaube, irgendwo da ist noch mal was. Ich bin mir aber jetzt nicht so sicher. Das Problem ist nur, wo machst du deinen Standort hin, dass du die ganzen Punkte auch erreichst? Weil die Map ist insofern schon riesengroß. Ich kann nicht ranzoomen, das, was mich total nervt, ne? Felsnote auf, um zu sehen, welche Erze an diesen Stellen extrahiert werden. Die oberirdischen Felsknoten soll man auf. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was du von mir willst. Oberirdischen Felsknoten hier. So, schauen wir mal, was wir da noch reinstacken können, aber da geht nix. So, geht da noch irgendwas? Nö. So, im Grunde bin ich ja jetzt halt durch, ne? Soweit. Da waren wir drin. Das war jetzt im Grunde das letzte Haus, was wir hatten. Wir sind auf der anderen Seite von diesem. Ich weiß nicht, ob man das Dorf nennen kann. Von dieser Häuseransammlung. So, von daher. Breche ich jetzt einmal den ein oder anderen Stein noch auf. Weil das müsste eigentlich von der Haltbarkeit. Ja, der geht auf jeden Fall noch. Weil dann können wir nämlich noch einiges an Steinen mit einpacken. Wir haben ja jetzt zwei Schmelzöfen. Noch nicht jetzt, aber dann. Schwein, wo bist du? Das ist natürlich etwas, wo man, wenn man das ausgeschalten hat, dieses Wachstum, ne? Dann siehst du halt, wo bist denn du? Dann siehst du halt, wo wirklich jeder Stein liegt, ne? Ah, da. Weil ich könnte nämlich noch mal ganz kurz zum Lager und mir mal was rausbraten, weil ich habe nämlich, oh, ich habe nämlich keine Proteine mehr. Das finde ich jetzt halt auch doof. Kann ich das irgendwie umschlichten? Vielleicht so? Hm. Ich habe ja hier Leder drin, ne? Ah, warte mal. Ich schmeiß dich mal ganz kurz raus. Ich tue euch hier rein. Dann kann ich das Leder nehmen. Ich weiß zwar immer noch nicht, für was ich das Leder jetzt brauche, aber das ist, glaube ich, für die Dingsen ganz gut, für die. Na. Verdammt, das geht nicht. Verdammt. Na gut, dann bin ich halt jetzt voll und fertig. Dann gehen wir halt zurück. Am Webstuhl müsste sich das verarbeiten lassen. So, wir müssen in die östliche Richtung. Hier gibt es halt noch so viel Stein auch und sowas, ne? Aber jetzt mal, jetzt bin ich auf E gekommen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wenn du da die ganze Zeit belagert wirst von diesen Vampis, das ist doch nicht mehr schön.
Also mir nimmt es zumindest so ein bisschen den Spaß. Ich weiß nicht, bei Seven Days to Die hat mich das überhaupt nicht gestört, ne? Aber hier stören die mich extrem, muss ich sagen. Was sind denn eigentlich oberirdische Knoten? Ist das da ein oberirdischer Knoten hier? Vor allem da hätte ich irgendwas, ne? Da drüben hätte ich auch irgendwas. Da könnte ich ja auch einmal auf, als Umweg dahin fahren. Lass mal das mal sehen, weil wir sind ja relativ schnell zu Hause. Und jetzt haben wir auch gerade schön Tag. Bram, 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 bram. Schön auf die Ausdauer achten, ne? Sind wir auch gleich da. Was ist der oberirdische Knotenpunkt? Bin mal gespannt, ob mir das auffällt. Keine Ahnung. Sieht man den oberirdischen Knotenpunkt? Ich glaube, das sind die Steine halt, ne, die man jetzt da findet. Warte mal, ich wollte mal die Paste ausprobieren. Benutzen. Ah, das ist der Sonnenschutz. Oder besser gesagt, den gibt's halt dann wieder voll. So, machen wir einfach das Ding einmal kaputt. Aha. Kobalterz. Kobalterz. Bleierz. Kobalterz. Verdammt. Wir könnten die Knochen eigentlich raustun, oder? Ja, bestätigen. Weil die Sachen sind dann doch um einiges sinnvoller mitzunehmen. Das fand ich jetzt eh schon mal interessant, dass da nur ein einziger drin war. Und nicht einmal normale Steine. Gegenstandspedia. Platzierbares Strom. Kobaltbarren 4 Stück. Ist egal, dann schmeiße ich eben nochmal irgendwas anderes weg. Aber wenn ich schon mal die 4 Stück Kobalt reinbekomme, dann ist es doch auch schon mal gut, oder? Was habe ich denn da noch drin, was ich nicht unbedingt brauche? Sand. Ja, bestätigen. Weg damit. Den können wir darüber tun. Lehm. Seile. Ja, den Teig, den behalte ich. Lehmerde. Die Kartoffelkeime. Naja, dann tun wir mal die Sachen hier rein. Oh, warte mal, geht vielleicht das Öl noch rein? Weil das ist ja auch... Kannst du... Ey... Es ist... Das ärgert mich. So, wir brauchen eh nur noch einen. Jetzt bin ich ein bisschen im Schatten, das heißt, mein Sonnenwiderstand geht wieder nach oben. Zack, Kobalterz. Und... Platzierbares, sonstiges, Mineralextrahiert, Steinerz. Bitte beachte, dass es keine Zone für Eisen gibt. Schmilzkörner, Steine in Schmiede. Erstmal.
Okay, also ich könnte jetzt quasi diesen Mineralextrahierer hier aufbauen. Da ist es ja auch egal, wohin. Ich müsste halt dann nur noch mal herkommen, ne? Ich müsste Bretter, Nägel. Ich weiß gar nicht, habe ich Nägel und Schrauben nicht noch im Wagen? Nägel. Schrauben. Könnte ich doch da schon mal ein bisschen was raufballern? Schrauben brauchen wir eh viel mehr. Die haben wir dann komplett. Lehm. Dann könnte ich das rüber tun, weil das ist schwerer. Dann das Bleierz rüber. Steht dann Gewicht? Gewicht 0,2, 0,04. Gewicht 4. Das kann man auf jeden Fall reintun. Und schon bin ich nämlich auch schon wieder leichter. Na gut, ich kann die Schrauben trotzdem reintun, weil ich habe da noch einen Platz, ne? Was haben wir da? Kartoffelpflanze. Da könnte ich nochmal eins aufbrechen. Dann sind das quasi die Knotenpunkte, die man hier oben findet. Und alle anderen Knotenpunkte, die man so auf der Welt findet, die geben halt nur Stein. Das ist klar. Und aus Stein kann ich mir das Eisen rausschmelzen. Cool. Cool. Okay, dann wir. Achso, das sind normale Steine. Ihr könnt da rein. So, dann würde ich sagen, wo sind wir denn? Fast bei einer halben Stunde. Dann würde ich nämlich sagen, ich bin jetzt nämlich mal ganz geschickt. Wir bauen uns hier mal was her. Nur was Kleines, also nur so ein 0815 kleines Häuschen. So, schnapp dir mal deine Axt, die wahrscheinlich eh bald kaputt geht, aber ist egal, dann kannst du dir jetzt halt noch schnell eine neue herstellen. Ach nee, warte mal, wir müssen ja erst einmal die Sägestation machen. Sägetisch. Den Sägetisch. Dann machen wir nämlich hier quasi eine Zweitbasis. Aber diesmal mache ich das ein bisschen anders. Bist du gerade? Platziere jetzt mal hier drei Stück. Nein, ich bin natürlich nicht gerade. Ist ja logisch. Aber es macht mir jetzt gar nichts aus. Das stört mich überhaupt nicht. So, da braucht man vier Stück. Halt, kannst du gleich eine drauflegen. Dann haue ich mir mal schnell meine Paste drauf. Ah, gut, okay, so viel bringt die nicht, aber ist egal, weg damit, weil dann habe ich schon wieder einen Platz mehr. Dann würde ich noch gerne hinstellen einen Sammler für Holzscheide. Da brauche ich sechs Stöckchen. Die Axt wird nämlich bald kaputt gehen. Und ich brauche für eine neue Axt einen Stock. Warte mal, kriege ich euch überhaupt rein? Ja, geht. Geht, geht, geht. Kann ich jetzt nicht aufheben, aber ist egal. Wir platzieren nämlich gleich mal die hier. Ernten. Jawohl, dann sind die nämlich schon mal fertig. Okay.
Ernten. Das geht nicht. Dann ich mach hier ein zweites, doppeltes, trippeltes Lager. Das ist mir egal, ne? Stockständer können wir dann da daneben einfach. Den kann ich ja später wieder versetzen. So. Gleich rein damit. Kann ich dich nehmen? Ja. Oh, ich kann sogar den anderen noch nehmen, weil der ist mir nämlich ein bisschen zu nah. Weg da. Ernten. Ernten. Da, 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 da. So schnell ist eigentlich ein Lager gebaut, wenn man erst einmal weiß, was, ne? Dann geht's wirklich schnell. Also meine Axt ist eh bald kaputt. Das heißt, ich baue jetzt halt mal hier noch Bäume ab. Eins wieder drauf. Steine habe ich ja. Ich denke mal nach dem vielleicht noch einen und dann ist die Axt durch. Da haben wir schon wieder einen Stein. Hervorragend, das heißt, ich kann mir jetzt dann gleich eine neue Axt machen. So, du wirst der Letzte sein. Wenn überhaupt. Okay. Einmal Stock, einmal Stein. So, dann fälle ich dich natürlich noch weiter. Perfekt. So schnell geht's eigentlich mit so einem Lageraufbau, ne? Vor allem, wenn wir jetzt ja da noch keine von diesen störenden Vampis hat, dann macht das ja richtig Spaß sogar. Ich denke auch mal, dass da, wenn ich das Ding hinbaue, es absolut reicht, wenn ich ein Fischöl reintue, das einfach abfarmen lasse. Perfekto. Ist zwar wegen suboptimal, weil ich jetzt halt 4 gebaut habe, anstatt nur 3, weil man farmt ja gerade von den Bäumen immer 3 Stück, ne? So. Jetzt brauchen wir hier einiges an Brettern, ganz klar. Also das ist im Grunde jetzt echt nur so ein Behelfslager, muss ich sagen, ne? Wie schaut's denn eigentlich aus mit deinem... Dann sollte ich nämlich gleich nochmal... Bretter 6... Geht nicht. Achso, das war der. Ich habe jetzt gedacht, die Sau rennt hier rum. Der schaut halt auch immer aus, als wäre es irgendwas, ne? So, ich muss mich jetzt mal schicken. Wir sind ja schon wieder bei 34 Minuten. Im Grunde ist es egal, ne? So, dann machen wir mal. So, ich kann es ja nicht nehmen. Oh. Halt, der Stein kommt unten rein. Das kann auf Lagerfeuer. Dann, warte mal, dann machen. Kannst.
du da rausgehen. Ich kann die Bretter nämlich nicht nehmen. Dann mache ich jetzt mal ganz kurz platzierbares Essen. Einmal Lagerfeuer. Wir brauchen Feuerholz und 8 kleine Steine. Ernten. Jetzt wird schon schwierig. Ja, da konnte ich es in dem Fall gleich mit hinzufügen, ne? Und warte mal, was kostet denn nochmal eine Truhe? Lager? 8 Bretter? Ist doch cool. Ich kann die jetzt halt nirgends reintun, ne? Warte mal, wir brauchen hier noch 4 Feuerholz, 10 kleine Steine. Schauen wir mal. Jawohl, 10 Steine. Rest tun wir rein. Ach, bist du müde? Sekunde. Gleich machen wir das. Gut. Dann sammle ich das da. Dann gehen wir einmal hier ran. Zack. Fleisch. Jawohl, das habe ich noch genau richtig erwischt jetzt, ne? Ehrlich. Vor allem, die geben mir ja dann auch wieder Energie, ne? Energie 1. Energie minus 10. Na ja gut, wenn ich es jetzt halt roh esse, ne? Oh ja, ich habe noch Wasser, das ist gut. Einmal Schluck. Ah, cool. Habe ich tatsächlich auf die Schnelle mal hier ein Lager entstehen lassen? Platzierbares Möbel, Bett. Ganz egal. Ich brauche 6 Bretter dafür. So. Wir schnappen uns einmal das Essen. Yes, und schon geht es uns nämlich wieder um einiges besser. So, machen wir ganz kurz Feuer, weil dann holen wir nur einmal schnell eine Ladung Wasser. Zack. Dann kann das durchlaufen, dann habe ich Wasser und dann ist perfekt. Dann können wir von hier aus das nächste Mal quasi weiter starten. Dann hole ich nur noch die Materialien, die quasi fehlen, für den Extrahierer. Dann kann man das anschließen. Yes. Und vor allem dann kann ich mich darum kümmern, mal zu schauen, wo kriege ich die anderen Materialien in der Menge her. Das wäre nämlich ganz interessant. So, einmal richtig satt trinken. Klasse. Leute, es freut mich, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da, lasst Kommentare da und schaut einfach beim nächsten Mal auch mit rein. Insofern macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.